back from the dead. Sonntag, der 10. Februar 2019. Willkommen zu einer Episode des Fortnite Daily Shops und gegrüßt erstmal von Anfang an. Holy shit, wer hat hier alles reingeschrieben? Der Sorali, der Tomso, den Namen lese ich besser nicht vor. Yellow Yoshi, Rising Sun, Borky, Lucky, nee, Luke Lucky, Luki der Wanderer, Genji und Purple. So, ich würde sagen, wir schauen mal in den Shop rein, denn wir haben zwei neue Items tatsächlich drin. Also angefangen auf der Feature-Seite mit dem ersten neuen Skin. Und zwar Kitbash ist endlich am Start für 1500 V-Bucks. Der Toaster-Roboter. Ich weiß nicht so ganz, was ich von dem halten soll. Eins muss man auf jeden Fall zugestehen. Das sind unglaublich viele Details auf jeden Fall an ihm dran. Schaut euch das mal an. Er hat eine Dose als Fuß. Er hat hier so eine Schere drin. Was gibt es noch als Toilettenpapier? Hat er an der Seite einen Magnetarm. Ist das eine Banane da oben? Eine Bananenschale hat er da oben. Was hat er hier? Eine Dose. Streichhölzer. Also der ist ausgestattet, der Gute. Absolut krass. Ich weiß gar nicht, was soll das denn hier sein? Das ist wahrscheinlich so eine Klimaanlage, ist glaube ich sein Körper, oder? Sieht so ein bisschen so aus mit einem Reifen vorne dran, so ein Schlauch als Schal. Ah, ist schon ein krasser Skin, jetzt mal ohne Spaß. Also was so Details angeht, hier hat er noch einen Controller dran an der Seite. 1500 V-Bucks und kommt mit einem Backpack und zwar Trashlet, also so ein Mülleimerdeckel, der irgendwie auch in der Luft schwebt, so ein bisschen, wie ihr sehen könnt. Verrückter Skin auf jeden Fall. 1500 V-Bucks für den Guten. Und dann haben wir das Sparkplug. Ja, der Mechanikerin ist am Start. 1200 V-Bucks. Die kommt hinten auf dem Rücken mit Scrappy. Sieht auch nicht schlecht aus, ne? Scrappy, muss man auch mal ganz klar sagen. So ein selbstgebastelter Hundekopf oder so ist das, glaube ich. So aus Reifen und so weiter. Sieht nicht schlecht aus. Ist ein cooler Skin eigentlich, ne? Ich weiß gar nicht, hatten wir die schon mal so in der Form vom Kopf her? Ich glaube nicht, ne? Also von den Haaren her und so. Ich glaube, das ist komplett neu. Sieht nicht schlecht aus. Auch nochmal mit der Strähne oben so rausgucken aus der Cap und so. Nice Skin auf jeden Fall. 1200 V-Bucks für Sparkplug. Muss ich echt überlegen, ob ich mir die holen soll, weil die sieht nicht schlecht aus, muss ich sagen. Ja, und dann haben wir immer noch das Frozen Gear Bundle am Start. Also für alle die, die nochmal zuschlagen wollen, erneut drinne. 1000 V-Bucks ist auf jeden Fall ein guter Preis, wenn man überlegt, dass es vorher 2400 V-Bucks kosten soll normalerweise. Aber ich weiß selbst bei 1000 V-Bucks nicht sicher, ob ich das holen soll, wie gesagt. Gehen wir mal weiter zu den Dailies. Wir haben Burnout am Start für 1500. Der war zuletzt vor 34 Tagen im Shop drinne. Wer den noch nicht hat, ist auf jeden Fall ein cooler Skin. Dann haben wir die Stop-X für 800 V-Bucks. Die war zuletzt vor 39 Tagen im Shop und ist, glaube ich, damit das seltenste Item heute tatsächlich. Dann haben wir noch den Infinite Depp für 500. War zuletzt vor 35 Tagen im Shop. Und noch ein Item, und zwar Poplock für 800 V-Bucks. War zuletzt vor 38 Tagen im Shop. Nicer Shop auf jeden Fall, muss ich ganz klar sagen. Also ich muss sagen, ich finde Sparkplug und Kitbash gar nicht so schlecht. Das sind neue Skins, sind jetzt nicht so ultimativ super Skins, die man unbedingt haben muss. Aber ich denke mal, der eine oder andere von euch wird sich bestimmt den einen Skin gönnen. Muss man ganz klar sagen. Viele Details bei Kitbash und Sparkplug ist ein cooler Skin. Ich gebe auf jeden Fall heute mal Sparkplug mein Highlight. Könnt ihr mal reinschauen, was euer Highlight ist. Und dem ganzen Shop gebe ich heute eine 6 von 10. Schreibt mal rein, was ihr im Shop geben würdet. Und wie immer, wenn ihr das Video cool fandet, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Sub da, unterstützt mich gerne mit dem Creator-Code VanSnipes. Nicht vergessen, Werbung eigener Sache. Montag geht das Turnier weiter. Wer sich noch einschreiben will, wir haben noch ein paar Plätze frei. Kommt in meinen Discord rein, schreibt euch mit dem Fortnite-Channel ein, einfach euren Epic-ID eintragen und dann seid ihr am Montag beziehungsweise dann im Laufe der Woche mit dabei, je nachdem, wann ihr dran seid. Also nicht vergessen. Dann würde ich sagen, wir hören uns morgen zur neuen Episode. Also bis dahin. Ciao, ciao.